Leute, draußen hier ist der einsame Wanderer. Ich habe ein ganz kurzes Snippet für euch. Ich habe heute zwei Artikel gelesen, die ich interessant finde. Da will ich euch ganz, ganz, ganz kurz mal zu was berichten. Zum einen hat sich die liebe SPD gemeldet. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die SPD ist eher auf einem krassen Linkssozialismuskurs schon seit geraumer Zeit. Das werde ich mal parallel so ein bisschen mitlesen. Ihr seht dafür meine Wand. So. Und die haben unter anderem gesagt, ja, okay, stärkere Einkommen müssen stärker besteuert werden. Ja, die oberen 5% müssen für die Finanzierung öffentlicher Aufgaben herangezogen werden. Vielen Dank auch. Dazu gibt es zwei Sachen zu sagen. Aus einer Perspektive, ich möchte keine Ungleichverteilung. Ich kenne das Problem von Kapitalakkumulation und ich möchte als Politiker steuernd eingreifen. Ist es natürlich logisch, Instrumente dafür bereitzustellen. Eine Vermögensteuer ist eins. Das kann man aus einer Steuerungssicht nachvollziehen, sicherlich, politisch gesehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, ich greife einfach Leuten in die Tasche, weil sie Kohle haben, weil ich es kann. Ne? Das ist die andere Seite dabei. Und das Interessante dabei ist auch, dass es natürlich auch so ein bisschen mit Corona immer in Verbindung gebracht wird. Und ja, es ist auch immer so ein bisschen so, dass man willkürlich Grenzen festsetzt. Hier heißt es zum Beispiel, wer einen zu versteuernden Einkommensanteil über 500.000 Euro im Jahr hat, bei Verheirateten oder 250.000 Euro im Jahr, der muss halt stärker zahlen. Kann man ja auch immer sagen, ich habe es mir erwirtschaftet, wieso greifst du mir einfach frech in die Tasche, Staat, nur weil du es kannst? Das ist die andere Perspektive wieder. Aus der Perspektive des Einzelnen kann ich sagen, ich habe mir das Geld hart verdient. Wie kommst du dazu, starten mich einfach hier auszusaugen wie eine Milchkuh? Also es sind widerstrebende Positionen natürlich. Und klar, warum macht die SPD es auch natürlich ganz gerne? Weil sie folgendes Denkmuster hat. Zum einen, reich sein ist schlecht. Das ist so ein bisschen manifestiert, gerade bei den Linken. Und wenn man in solchen Kategorien denkt jedenfalls. Und zum anderen ist es so, dass diese Grenzen natürlich relativ willkürlich gezogen werden. Also warum 500.000, warum nicht 250.000, ja? Das muss man halt auch sehen. Das ist halt ein Stück weit immer Willkür. Und natürlich macht die SPD das aus folgendem Grund auch. Die meisten Leute werden sagen, ja, ich habe ja nicht viel. Nimm's mal denen da weg, die haben eh zu viel Kohle. Verteil mal um, passt schon. Also die meisten Leute werden sagen, ja, ich habe eh kein Geld, mir ist es egal. Ne? Frei nach dem Motto, die Mehrheit freut's und der kleinen Minderheit, der kann man das antun, da ist es mir egal als dem, der wenig verdient. Interessanter ist aber noch was, und das ist jetzt für mich sehr faszinierend, und zwar laut Funke Mediengruppe, da kommt diese Behauptung her, steht es auf der Welt aber auch, heißt es, dass, interessant, die Hartz-IV-Grundsicherung abgeschafft werden soll. So. Denkt man erstmal, von der SPD, wieso denn das? Wäre voll unsozial. Ja. Es soll natürlich was anderes dafür kommen, und zwar ein sogenanntes Bürgergeld. Also O-Ton hier, der Sozialstaat soll deutlich ausgebaut werden, Klimaschutz soll ins Zentrum des Bundeswahlprogramms. Gut, noch so ein Ding. Und die Hartz-IV-Grundsicherung soll abgeschafft werden in heutiger Form und durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Das ist der springende Punkt. Jetzt habe ich mich gefragt, Bürgergeld, was ist denn das? Da gucke ich mal nach. Und dann gehen wir natürlich zu unserer zu unserer Internet-Uni, nennt sich Wikipedia, und gucken einfach mal, was ein Bürgergeld ist. Und siehe da, was sehen wir? Bürgergelds-Grundeinkommen. Na, Bürgergeld ist ein anderes Wort für Grundeinkommen. Da war doch was, Klingelingeling. Das Interessante ist dabei, dass wir auf Wikipedia zum Bürgergeld sehen, die Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen, UNDP, empfahl im Juli 2020 die Einführung eines temporären Grundeinkommens, Basic Income, für soziale Stabilität und die Eindämmung der Covid-19-Pandemie unter den erschwerten Lebensbedingungen ärmerer Staaten. Covid ist also auch wieder so eine Begründung dafür, für ein Grundeinkommen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter zu den bösen Verschwörungstheoretikern. Die haben nämlich gesagt, mit Covid ist der Great Reset verbunden. Und der Great Reset wird am Ende dahin, dass wir alle ein Grundeinkommen bekommen und dafür unser Privatvermögen sozusagen abgeben. So weit ist es bei der SPD jetzt noch nicht, obwohl sie natürlich gerne enteignen. Also die sprechen da übrigens bei der höheren Steuer von 3%, die sie einfach mal oben drauf packen, ein Steuersatz.
Das ist faktisch Enteignung, ne? Das ist nichts anderes. Das ist, ich nehme dir einfach 3% von deinem Vermögen weg, weil ich es kann. Das ist Enteignung, nichts anderes. Punkt. Und da sind sie bei der SPD natürlich immer weit dabei. Aber hier beim Grundeinkommen haben sie sowas noch nicht gesagt. Aber wir erinnern uns dran. Es geht auch seit Monaten so ein toller Zettel, der angeblich im Prinzip vom Inhalt her geleakt wurde, im Internet herum, und Telegram, wo eben so eine Stufenfolge dargestellt ist, wie das alles laufen soll. Und ich habe immer gesagt, ob das echt ist, naja, ist so die Frage. Allerdings muss ich anerkennen, dass sämtliche Stufen, die da draufstehen seit Monaten, alle sauber erfüllt werden in Reihenfolge. Das macht mich tatsächlich etwas stutzig. Und da steht auch drin, Einführung eines Grundeinkommens. Jetzt kommen wir noch zu was ganz Wichtigem. Weil das ist noch nicht alles. Und zwar, jetzt müssen wir noch mal kurz auf den Artikel raufgehen. Kleinen Moment, wo ist er? So. Ba, 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 ba. Falsche Seite. So. Ba, 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 ba. Interessant ist, nach dem Passus mit dem Bürgergeld kommt noch folgender Satz. Dieses beinhaltet demnach Mitwirkungspflichten, setze aber konsequent auf Hilfe und Ermutigung. Zitat: Sinnwidrige und unwürdige Sanktionen schaffen wir ab. Also, das Bürgergeld gibt es bei Mitwirkungspflichten. Konsequent auf Hilfe und Ermutigung wird gesetzt, aber eigentlich steht da Mitwirkung. Also, das klingt für mich ein bisschen wie: Wir fordern euch auf, dass ihr mitmacht. Im Zweifelsfall müssen, also wir ermutigen euch dazu, aber im Zweifelsfall ist es eine Pflicht. Und wir können euch in die Pflicht nehmen für das Grundeinkommen, was ihr bekommt. Und da sind wir wieder genau beim Great Reset. Und das ist jetzt bei der SPD quasi da hinein zu interpretieren. Jetzt kann man sich fragen, wollte die SPD ja schon immer? Wir haben es ja schon seit Jahren wahrscheinlich im Prinzip ja von den Dächern gepustet, dass da ein Bürgergeld kommen soll. Das ist also so gesehen nicht neu. Aber es passt natürlich wieder perfekt in den Great Reset. Das kann man sich fragen, Zufall oder nicht? Kann ich nicht beantworten. Aber ich bin darüber gestolpert und fand es relativ faszinierend, dass es so ist. Und ich könnte mir denken, dass es bedeutet, du kriegst ein Bürgergeld, aber nur, wenn du bei allen mitmachst, was Covid angeht. Denn Covid stand ja deutlich genannt fürs Bürgergeld, ne, in dem Artikel auf Wikipedia. Könnte also bedeuten, vielleicht musst du dich impfen lassen fürs Bürgergeld oder du kriegst weniger. Na? Das passt übrigens auch sehr gut wieder zu dem Sechs-Punkte-Plan von Habeck. Den stelle ich euch auch noch kurz vor. Habeck hat einen Sechs-Punkte-Plan aufgestellt. Ich gucke mal, ob ich den schnell finde. Und Habeck hat diesen Sechs-Punkte-Plan eben vorgestellt, wie er sich den Weg aus dem Lockdown heraus vorstellt. Im Prinzip, ich gehe es mal ganz kurz nur durch in diesem Fall. In Zukunft sollen alle Positivtests auf Mutationen untersucht werden. Dann gibt es Anstieg der Impfproduktion, das heißt, es muss mit geimpft werden. Das Interessante ist dabei, AstraZeneca ist zu verimpfen. Und das Ablehnen durch AstraZeneca soll daher auch Konsequenzen haben. Denn Bürger würden damit ihren Termin verlieren und ans Ende der Warteliste gesetzt. Gut, da würde ich drauf pfeifen normalerweise, wenn ich mir einen unsicheren Stoff geben soll. Aber jetzt verknüpft man das mit den Plänen der SPD. Habeck ist grün, aber es gibt ja auch Koalitionsvereinbarungen eventuell. Wobei ich nicht sehe, dass die SPD nochmal eine Rolle spielt bei der Politik, die sie macht. Aber nur mal so weitergedacht, könnte man natürlich verknüpfen. Ne? Also, du musst dich impfen lassen. So, ist reine Spekulation bei mir natürlich, aber ich spekuliere mal, was ich verknüpfen ließe. Dann sollen Hausärzte auch eben nach Vorgaben impfen. Dann muss absehbar sein, für die Dauer der Pandemie alle Bürgerinnen mindestens zweimal in der Woche testen zu können. Aha, wie soll denn das gehen? Mit welchen Personalressourcen willst du das denn hinkriegen? Also, Priorität hätten aber Schnelltest, ja, meinetwegen, für alle Kindergärten und Schulen. Und sollen kostengünstig sein, Tests und für sozialhilfenabhängige Menschen kostenfrei. Aber das volle Testprogramm, wo ihr wisst, mehr Testen bedeutet wieder mehr Pandemieregeln, weil der Inzidenzwert dadurch hochgetrieben wird. Das ist einfach ein mathematisches Spiel. Ne? So. Dann spricht nochmal die Corona-Warn-App ab, also stärkere Kontaktverfolgung. Im Zweifelsfall wechselt zur App Luca. Da muss ich ganz ehrlich passen. Luca sagt mir gar nichts. Und Punkt 6 wäre dann: Negativtests sollen über ein einheitliches System erfasst und nachgewiesen werden. Und er spricht den Corona-Impfpass an und damit auch eine Öffnungsperspektive. Und er sagt, Freiheiten sollen so schnell und so umfassend, wie es geht, wieder ermöglicht werden. Gleichzeitig dürfe es aber keine rechtliche Ungleichbehandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften geben. Das klingt ja erstmal nett, aber jetzt kommt was anderes. Hier wird er zitiert.
Wer ein negatives Testergebnis nachweisen kann bestimmte Tätigkeiten wieder aufnehmen, Veranstaltungen, Besuchereintritt kann wieder möglich sein. Das widerspricht doch der Sache gerade, die er geschrieben hat. Und digitale Nachweise eines aktuellen Negativtests, der Nachweis von aktueller Immunität durch überstandene Krankheit, aktueller Antikörper-Titer und Impfung sind dann gleichzustellen. So. Und damit bezieht es sich, das steht hier auch, auf den grünen Pass in Israel. Mit dem grünen Pass darfst du wieder in Fitnessstudios, Schwimmbäder, Späder, Theater und Hotels gehen. Aha. Das ist doch eine Ungleichbehandlung. Also nur wenn ich einen grünen Pass habe, darf ich am Leben wieder teilnehmen, ansonsten nicht. Das passt überhaupt nicht zu dem, was oben steht. Passt gar nicht. Das ist doch eine Ungleichbehandlung. Ja? Und damit sehen wir wieder, es läuft immer wieder darauf hinaus, die Grünen können das sowieso ganz gut, immer wieder auf den Druck, den diktatorischen, du machst mit, dann darfst du wieder teilnehmen am Leben, ansonsten wirst du ausgesperrt. Für mich ist das immer noch Diskriminierung. Und natürlich ist Herr Habeck voll mit von der Partie. Und natürlich auch Herr Kurz, also das wird hier europaweit auch vorbereitet und das kommt auch. Das heißt, bald ist es so, zur Klassengesellschaft, wie ich das schon auch gesagt habe, wer einen Pass hat, darf mitmachen, wer nicht, halt nicht. Schöne neue Welt. Macht's gut.